Als in den frühen Morgenstunden des 11. Dezember 1923 die Leiche von Josef Lang, 33 Jahre, Mitglied und Funktionär der Kommunistischen Partei Deutschlands, beschäftigt bei der Maschinenfabrik, an der Straße zwischen Elfgen und Fürth, durch tödliche Schüsse ermordet, aufgefunden wurde, fehlte jegliche Spur von den Tätern. Wer war es? Was war das Motiv? Ein politischer Anschlag? Kämpfe zwischen Kommunisten und Separatisten, die ein von Preußen unabhängiges Rheinland forderten? Richtungskämpfe in der KPD? Der gewaltsame Tod des Josef Lang vor annähernd 100 Jahren wurde nie aufgeklärt. Die hohe Belohnung der ermittelnden Staatsanwaltschaft Mönchengladbach, die am 20. Dezember 1923 auf dem Höhepunkt der Inflation mit unvorstellbaren 1000 Billionen Mark ausgesprochen wurde, führte nicht zu Hinweisen oder Spuren. Unter großer Anteilnahme der Grevenbrucher Bevölkerung erfolgte schließlich die Beisetzung Josef Langs auf dem Friedhof an der Montanostraße. Auch die Inhaftierung des mutmaßlich letzten Kontaktes des Josef Lang, seines Parteigenossen Heinrich Schlangen im Januar 1924, in dessen Wohnung in Elfgen er am Abend vor der Tatnacht weilte, brachte keine neuen Erkenntnisse. Bis zu seiner Haftentlassung im Sommer 1924 aber verfasste Heinrich Schlangen Eingaben an die Mönchengladbacher Staatsanwaltschaft mit dem Ziel, seine Unschuld am Tod seines Freundes zu belegen. Die dort geschilderten, zum Teil schillernden Szenen eines in der Inflationszeit höchst prekären Milieus zwischen Notstandsarbeiten, Arbeitslosigkeit und politischer Radikalisierung in den Zeiten der französisch-belgischen Besatzung des Ruhrgebiets eröffnen einen spannenden, individuellen Einblick in die Lebenswelt eines Zeitgenossen, der eine Zeit lang sogar als Mörder seines Freundes galt.